Willkommen Leute, endlich geht's weiter mit Yoshi's Woolly World. Ist ja doch eine Zeit her, als wir den letzten Part hatten. Dementsprechend wird es halt das wieder weitergehen wie immer. Ist ja wirklich so eine Routine. Geht das Ganze ohne Trick an Sticker. Ja, das Spiel kann man jetzt doch schon eine lange Zeit nicht. Ich glaube, der letzte Part kam irgendwann im Mai oder so. Da habe ich deshalb immer einen kleinen Aussetzer gehabt vom Spiel. Weiß nicht, hat einfach keine Lust drauf, weiß der Geier was. Jetzt habe ich wieder Bock drauf und zwar das Spiel bis zum Release in Splatoon 2. Also Spriss, in gut einer Woche jetzt fertig zu schaffen. Damit wir das Spiel dann endlich weg haben und uns auf Splatoon 2 konzentrieren können. Was doch, denke ich mal, auch sinnvoll ist. So, was haben wir denn hier? Oh mein Gott, das sind so Luftblasen, mit denen man hochhüpfen kann. Das ist sehr interessant. Falls ihr zu dem Let's Play nochmal irgendwie ein Together eines Tages sehen wollt, das ist nicht intelligent. Lasst mal einen Kommentar da. Oder sowas. Keine Ahnung, damit ich weiß, aha, ihr würdet euch in der Theorie ein Together interessieren oder eben nicht. Mit Together meine ich, dass es das Spiel mit noch einer anderen Person irgendwie spielt. Keine Ahnung, was ist. Like das, was ich bei Super Mario Odyssey schon vorab. So, die machen wir alle kaputt und hier weiß nicht, kommen wir nicht dran. Ach du Heilige. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Aber es sieht zumindest mal richtig aus. So, denn sind im Zweifelsfall immer auf der guten Seite. Was hat hier jetzt so ein komisches Geräusch gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ach du Heilige. So, jemand macht's durch. Sehr schön. Ja, da, ach Gott, der hat's so ganz schön viel Zeugs gegeben. Komm mal nicht zurück, macht nix. Ja, weil haben wir noch genügend. Haben bis jetzt noch gar nicht gebraucht in dem Level irgendwie. Ach du Heilige. Die Gegner auch in. So, jetzt hat. Ach, da liegt Scheiße. Da waren mir ein paar Gegner so viel von meinem Geschmack. Ja, mach jetzt so dumme als Sachen. Hab nämlich nötig, unnötig. Ach du Scheiße. Ich frage mich, ob die Luftblasen einen helfen oder eher hindern sollen. Wir machen es beides. Irgendwie die einen helfen, die anderen hindern einen. Ach Gott, sind das große. Nein, nein. Ach du. Jo, ich halt immer auf die große drauf springen. So, hier geht's weiter. Das ist ein lustiges Level, was auch nicht wirklich gerade schwer ist. War es hier nicht schon? Nee. In den Level sieht irgendwie alles gleich aus. Und das ist eine coole und interessantes Level. So. Ja, mal schauen, das ist eher. Ah, kann man mal jetzt hier die Gadgets. Dann schauen wir mal, dass wir hier runterkommen. Ich glaube, hier ist auch das Ziel vom Level, ne? Also, erstes Level war nicht wirklich das, was man hier als Problem bezeichnen kann. Ich weiß ja nicht, wie es ausging. Aber für mich war es easy. Ah, schön, nur dass jetzt ein Boss kommt. Ach du Heilige. Ach du.
Was macht denn der Yoshi hier? What the fuck? Komm. What the fuck, ich bin auf den drauf gesprungen. Scheiße, ey. Habe nichts mehr mit das dem ihn treffen kann. Okay, die kann man nicht aufessen. Ah! Die kleinen kann man aufessen. Das ist... Ah! Hallo! So, jetzt hat. Hui! Ach du Heilige! Nein! Jetzt! Jetzt hat! Der Boss ist weg. Sehr schön. Hui! Yoshi tanzt! Gut gemacht, Yoshi! Daumen hoch! Ja, sind wir doch mal zufrieden, ne? Ja, sehr schön. Also in dem Part tue ich jetzt planmäßig, wenn das jetzt nicht zu abnormal lang sich in die Länge ziehen wird, die Welt 3 abschließen, sodass es im nächsten Part die Welt 4 zum Teil machen kann. Also, ja, weil ich möchte das jetzt durchbekommen, das Spiel. Ist ein schönes Spiel, aber ich möchte durchbekommen. So. Ja, wir haben auch andere coole Spiele, die ich let's playen möchte. Wir haben ja die ganzen Zinken. Mal ein paar Details weiter habe ich auch noch. Ja, bevor ich groß mit neuen Let's Plays anfange, deshalb kommt jetzt abends auch noch nicht, weil ich die anderen erstmal quasi beenden möchte. Also abends kommt jetzt erst nochmal Mario Party 2 und abends kommt dann quasi danach. Also, ja, weil ich möchte Mario Party 2, bin ich auch dabei, das möchte ich zuerst fertig machen. Und dann kommt abends als Let's Play Projekt. Also die Party, wo abends stand, kommt jetzt zuerst mal Party, also zum Beispiel heute auch. Das ist das nächste, was ist. Oh, süß. Sind die böse? Oh, die sind gar nicht böse. Ach du Scheiße. Was muss man hier machen? Nein, irgendwie unnötig, unnötig. Aber ernsthaft, wie kommt man da hoch? Ich glaube mit, Leute. Unnötig. Rückzug. Hä? Ich habe hier nichts, wo man hier, wo es hier weitergeht. Dieses kleine Spiel tut mich hier definitiv überfordern. Ihr!
Alter. Ich sollte hier drauf eigentlich klarkommen. Das ist ein bisschen peinlich gerade. So, komm. Hier, hoch. Nein, ich will da doch gar nicht hin, Alter. Oh, Mama, bis heute weiß ich nicht, einen Seilsprung und hab keine Ahnung. Ah! Ah, ich kapiere es. Das ist cool. Ich kapiere das Prinzip. Hier kann man quasi drauf hochgehen. Ah, das ist ja easy. So, jetzt kann ich hier schön so machen. Hui. Ja, ich sollte davon nicht zu viel verbrauchen. Sonst stehe ich bald ohne Welt. Ach, gibt's immer wieder Nachschub, das ist schön. Dann habe ich die auch gegen die Dinger? Nö. Hä? Ich wollte auf den drauf springen, was heißt drauf? Nee, macht er nichts. Also die war weg von da. Cut. So. Wir machen es lieber so. Ja, das war verdammt mal unnötig. Nein, nicht mit auffressen. Alter! Nur so aller Vorsicht. Gibt's hier noch irgendwas Gutes? Ich hab keine Ahnung. Ach du Heilige! Ah. So. Zuerst nimmt das wieder Nachschub und Schlagmist tot. Nein! Unnötig. Aber man muss die tatsächlich umgehen. So. Den Gang aus wie hier. Weil die umgehen will, werden die ganz hungrig. Ich weiß gar nicht, ob man die Mutter immer töten muss. Ich mach das zumindest immer. Kannibale. Ich weiß. So, jetzt brauchst du trotzdem noch mal ein paar neue. Die gibt's hier. Ja, ein Kannibale, wenn ich hier. Na gut, kein Tierfreund, das passt, glaube ich, besser. So. Und dann. Und dann. Brr. Let's say that's here, that's better. So, und hier glaube ich auch in das Ziel. Sehr schön. Zwei Level geschafft. Wir kommen gut voran. Und ich bin im Ziel. Das ist die Hauptsache, ne? So. Mal schauen, was wir alles eingesammelt haben. Dann muss ich den Part auch leider wieder beenden. Ich weiß, das ist ein bisschen knapp, aber es muss jetzt Mittagessen gehen. Weil es den Part gerade jetzt dann aufnehmen, wenn es bei uns natürlich Mittagessen gibt. Sehr schön. Ja, gut. Ne, kann man ja mal machen. Kann ja passieren.
So, das heißt auf gut Deutsch, jetzt wollen wir mal sehen, wie viele Level wir noch in Welt 3 zu tun haben. Damit ich mal so einen ungefähren Überblick bekomme, wie lang dieses Projekt hier jetzt wohl noch gehen wird. Mal schaut, wir haben jetzt Welt 3. Oh, und das Stempel. Cool. Okay. Weil die Trickanstecker hören das Ethernetzellen nie. So, das nächste Level ist dementsprechend 3, 6, 7, dann 8. Ich denke mal, die drei Level sollten wir im nächsten Part schaffen. Bin ich ganz zuversichtlich. So, das war's dann. Deutsch pressen lernen. Das war's von dem Part. Das über die Welt kommt dann am Samstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Und ciao, Leute.